Jetzt geht es definitiv um die kleine Kugel. Marco Odermatt müsste dieses Rennen oder müsste sich zuerst einmal vor Vincent Griechmeier klassieren. Dann beginnen wir wieder zu rechnen. Aber bezüglich der großen Kugel gilt es zu sagen, momentan Vierter, Alexis Peintureau, Rückstand 1,29 Sekunden. Jetzt werden wir ihn mal fahren. Die nächste Erde passiert. Oh, sieht gut aus. Sieht sich schön auf. Ja, 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 das hat sehr gut ausgesehen. Super getroffen. Guter Zug gehabt, taktisch sensationell gelöst. Die richtigen Schlüsse aus den Fahrten gezogen, die er sich oben hat anschauen können. Da liegt eine halbe Sekunde vorne. Gut machen. Und das jetzt kommt ja eigentlich erst sein Untergrund, sein Terrain. Mit den engen Torabständen, auch wow, sauber drauf jetzt. Das hätte er sich jetzt anschauen. Ja, ist gut dran. Es wird ein bisschen unruhiger von der Fahrspur, jetzt auch bei ihm gesehen, aber lässt sich nicht beirren. Und die Bodenwelle. Bringt natürlich die Erfahrung von den Abfahrtsrennen hier mit. Das ist ein unglaublich kurzer Schwung. Ist gut. Nächster Zeitvergleich mit Griechmeier, noch immer liegt er vorne. Und jetzt, durchziehen. Ah, sensationelle Kurve. Voller Angriff von Marco Odermatt. Einmal ein blindes Tor. Ja, ja, da geht er, ja, ja, kompromissloser als das der Vincent gemacht hat. Das Zielsprung, ja, ja, Odermatt. Odermatt im Ziel mit der neuen Bestzeit. Wow! Das ist jetzt. Das war die Fahrt. Das ist sie. Das ist genial. Das ist super. Ja. Das ist unglaublich. Das geht nicht schneller. Odermatt, sechster. Ja, unfassbar. Schon oben hat es. Ist es genau aufgegangen? Ja. Perfekt antizipiert, super aufgegangen, alles zusammenpasst. Schau mal da, wie der Ski. Ja, ja, wie der russische Ski Zug entwickelt, von der Linie her, taktisch, mit den Nummern, die Infos können mitnehmen, können umsetzen. Weltklasse. 123 Zählerwahl. Damit wird er eine gehörig große Punktzahl gut machen.